Die gute Ute bitte ans Mikrofon. Die gute Ute bitte. Guten Tag. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Community. Ich möchte mich kurz noch, bevor wir hier loslegen, entschuldigen. Dem einen oder anderen ist das ja vielleicht aufgefallen in der letzten Let's Play-Folge ganz zum Schluss hin, dass das Bild auf einmal schwarz geworden ist. Ihr erkennt es auch hier an der Windmühle, dass die auf einmal nicht mehr fertig ist. Das liegt daran, dass kurz bevor ich die Folge beendet habe, wieder ein kleiner Game Crash entstanden ist, das natürlich auch diesem Alpha-Bild zu schulden ist. Es gibt ja noch viele Bugs hier in der Early Access-Fassung. Ich bitte, dass ihr das entschuldigt. Ich habe einen Autosave-Stand geladen und es durfte aber auch nicht lange dauern, bis dann hier auch wieder die Rose das Werkzeug gebracht hat und wir uns dann diesem Kloster widmen können. Also legen wir los. Rose wird bestimmt gleich kommen und uns das bringen. Hier sieht man auch, das ist halt jetzt noch nicht fertig, wie ich es zum Schluss gezeigt habe, weil es halt ein Stück zurückliegt. Aber wir können trotzdem schon wie beabsichtigt das Kloster freischalten. Und dem Kloster auch einen Kräutergarten geben. Oh, dafür haben wir noch genug. Das werden wir uns doch gleich mal anschauen. Gebäude. Finde ich das unter Denkmäler? Das Kloster? Da. Da ist das Kloster. Oh, das benötigt einiges an Baustoffe. Hohohoho. Das ist ja ein Mammutwerk, wenn ich das hier mal so sagen darf. Dass es hier alles an Gebäudeparts gibt. Bin ich ja schon fast am Überlegen, ob ich das hier nicht wieder einreiße und das hier oben hinsetze. Das würde ich eigentlich lieber so machen. Ich finde nämlich, das passt besser. So, dann haben wir diesen Bauauftrag hier abgebrochen, bevor hier auch noch mehr eingelagert wird. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht das Kloster hier irgendwie ganz hübsch hinbekommen. Das Thema kann man hier auswählen. Gucken wir uns das erstmal an. Ich kann jetzt das noch nicht direkt erkennen, den Unterschied zwischen Braun, Blau und Lila. Gut. Welche nehme ich? Ich entscheide mich einfach mal für Lila. Und bin mal gespannt, was daraus jetzt dann wird. Und setze dieses... Wie sieht es denn von vorne aus, das Gebäude? So. Okay. Setze das Gebäude einmal hier hin. Erhöhen kann man das Ganze dann auch. Jetzt kann man dem Ganzen hier noch Schlafräume geben. Ich finde, das steht noch nicht so gut. Was ist das hier noch für ein Gebäude? Das ist, glaube ich, nur ein ganz normales Haus. Das muss natürlich dann abgerissen werden. Aber dafür haben wir ja genug Bauflächen. Eine Klosterecke. Ah. Interessant. Und noch das Klosterzentrum. Kann man hier das auch... Ach, hier sind die Erweiterungen. Dann würde ich sagen, baue ich das so an. Da eine schicke Erweiterung hin. Ich glaube, ich kann Gebäude im Nachhinein nicht umsetzen. Na gut, würde auch wenig Sinn ergeben. Und wie sieht die Erweiterung B aus? Ah, das ist dann so eine Ecke hier. Die passt ganz gut daran. Die werde ich dort ransetzen. Die ziehen wir dann später noch höher.
Ein unbenanntes Teil. Dann nehme ich doch aber erst nochmal die Erweiterung A. Die packe ich nämlich dann hier ran. Geht die nahtlos? Ja, sieht zumindest. Nee. Geht nicht nahtlos über. Obwohl, wenn ich das da hochziehe, dann doch. Dann bauen wir das so. Dann haben wir nämlich hier noch eine Erweiterung. Es wird ein großes Gebäude, ein sehr großes Gebäude. das unbenannte Teil gefällt mir hier auch ziemlich gut. Ist fast wie so ein kleiner Durchgang, der dann hier zum Haupthaus führt. Jetzt kann ich hier noch eine Feuerstelle platzieren. Die kann man auch anbringen. Geht das auch hier? Nee, das geht nur hier. Ah, die Räume sollen ja beheizt sein. Jetzt ziehen wir gleich mal ein bisschen höher, den sieht man sonst nicht mehr so gut. Das Kreuz, ja, das soll ich bitte hier direkt drauf. Genau. Und jetzt haben wir hier den schön freigeschalteten Kräutergarten. Hohoho. Ist ja auch ein Riesengebäude. So vielleicht. Obwohl, andersrum wäre vielleicht interessanter. Wenn man das hier hat. So, ich hoffe natürlich, dass ich dieses Gebäude hier dann noch abreißen kann. Und ja erstmal das fertiggestellt haben. Steht ja dann schließlich noch nichts. Ach, das kann man aber nicht erhöhen. Sehe ich das richtig? Nanu? Jetzt kann ich es nicht nach hier oben ziehen. Oh. Mein Pfeil verschwindet ja da. Seht ihr das? Wie das abrauscht? Ist das überall so? Da geht's hoch. Das ist anscheinend nur was zum Anbringen. Hm. Geht das so? Nee, das geht so nicht. Wir könnten den Kräutergarten aber dann auch so setzen. Oder wir drehen es mal um 180 Grad und machen das Ganze so. Das wäre noch fast das Schickste so. Dann gibt es hier noch die Bienenzucht der Abtei. Kann man die nach draußen verlagern? Nee, hier geht nichts anzubringen. Das ist, glaube ich, ein freistehendes Gebäude. Dann würde ich doch sagen, hier gefällt es mir ganz gut. So auf dem Hügel. Aber ich gucke mir erstmal noch vorher die Schlafräume an, ob ich die hier noch anbringe. Irgendwo sollen ja die Mönche schließlich auch schlafen. Ja, ich denke, könnte man so lassen. Oder eventuell noch hier hinten ran. Das ist auch eine Idee. So als Schlafgemach. Den Kräutergarten haben wir. Decorative Bushes haben wir hier. Nochmal den Kräutergarten. Aber wir hatten doch schon einen. Ach, den haben sie hier doppelt drin. Wenn ich das richtig sehe. Der ist nicht sonderlich anders. Hier haben wir nochmal Decorative Bushes. Okay.
Dann haben wir größtenteils die Sachen hier erstmal durch. Aber mir reicht das nach hier noch nicht. Da könnte noch was hin. Die Klosterecke. Dann würde ich erstmal noch eine Erweiterung setzen. Hier vorne oder hier hinten weiter? Nö, hier. Das ziehen wir auch gleich mal höher. Schauen wir uns mal die Klosterecke an. Ja. Die möchte ich aber bitte auch noch hochziehen. Geht das nicht bei der Klosterecke? Das sieht jetzt gerade sehr, sehr merkwürdig aus hier. Aber einen Turm könnte man hier noch hinsetzen, oder? Richtig schön. Den ziehen wir dann hoch. Dann haben wir die Klosterecke jetzt zwar nicht dabei. Aber mal sehen, ich werde das erstmal alles hier ein bisschen zurechtziehen. Das ist vielleicht noch ein Ticken niedriger. So. War schon ein fettes Gebäude. Dann hier, das sollte ungefähr auf selber Höhe sein. Genau so. Haben wir dann die Schlafgemächer. Hier haben wir nochmal den Schornstein. Mir gefällt das eigentlich ein bisschen niedriger hier besser. Das aber auf dieselbe Höhe gesetzt und das auch nahtlos übergeht. Und hier geht so ein Stück runter. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Ist vielleicht noch ein Tick hoch. Nee, gefällt mir eigentlich ein Ticken niedriger besser. Wow, das. Ah, immer wenn man dieses Gebäude wieder anfasst, kriegt man es nicht mehr ran. Das war der Kräutergarten. Der soll bitte hier ran, genau. Jetzt fehlen aber noch Türen. Das wäre eine. Auch noch eine Tür. Diese hier. Die ist mir ein bisschen zu doof. Nehme ich doch lieber die. Mal die Tür. Und Tür C würde ganz gut hier hinpassen. So als Eingang nochmal zum Kräutergarten. Die Bienenzucht, die habe ich noch nicht hingestellt, genau. Gucken wir mal. Die könnte doch wirklich hier stehen. Dann brauchen wir hier auch nochmal eine Tür. Die hier irgendwo ran kann. Nehmen wir mal die Tür B. Hier rum ist jetzt richtig so rum. Na? Oder hier? Bei dem ging's doch. Da? Nee. Da ist doof. Kann ich die hier nirgendwo hinsetzen? Anscheinend nicht. Tür C. Aber wahrscheinlich geht es dann mit allen nicht. Okay. Dann gibt es hier keine Tür. Dann müssen sie außen rum gehen. Hier ist ja schließlich eine Öffnung. Finde ich aber halt ein bisschen doof. Das könnten sie auch noch nachjustieren, dass das besser möglich ist. Das ist schon prunkvolles Gebäude. So an den
ganz schlaf gemacht, könnte aber eventuell auch noch einen Turm ran. Gucken wir uns nochmal die Klosterecke an. Die ist tatsächlich nicht zum Ziehen. Aber schick ist sie trotzdem. Dann ist das hier sozusagen der kleine Geheimgang der Mönche. Kann ich dann jetzt hier noch eine Tür vielleicht reinsetzen? Nee, geht das auch schon wieder nicht. Also das mit den Erhöhungen hier, das ist nochmal so eine Sache für sich. Also mit der Ebene, das meine ich. Dass da nochmal nachjustiert werden muss, dass das dann so ein bisschen besser in sich hineingreift. Aber die Bienenzucht haben wir. Gefällt mir. Sehr gut. Das könnte allerdings noch... Warte. Klosterzentrum? Das hatten wir noch nicht, oder? Kann man das vielleicht erhöhen, wenn ich die nochmal wegnehme? Und hier ein Klosterzentrum hinsetze. Nee, das kann man auch nicht erhöhen. Das hier vorne ran? Nee. Hier vorne geht es leider nicht ran. Nee, dann nehme ich doch lieber wieder die Klosterecke. Die hat mir hier besser gefallen. Aber jetzt gab es doch hier noch diesen einen Turm. Das ist nur eine Erweiterung. Hier, das. Kann ich das hier vorne noch anbringen? Ja. Das ist schon mal schön. Damit hier auch der Ausguck noch ein bisschen besser ist. Ja, für eine erste Abtei, die wir jetzt gebaut haben, finde ich, ist das schon echt ein schönes Gebäude. Das bauen wir auch so. Das wird schon lang genug dauern, bis dieses Gebäude fertiggestellt ist, wenn ich die Rohstoffe hier sehe. Nun denn. Was möchte denn der König jetzt? Ach, das geht um Fisch. Wir haben 13 hiervon. Und hier haben wir 10. Haben wir soweit schon alles gekauft. Ich denke, das wird auch nicht viel kosten. Dafür haben wir dann auch alles beisammen. Werden wir dem König helfen. Bei einem Klerus kriegen wir ja dann definitiv genug. Wenn das Gebäude dann irgendwann mal fertiggestellt ist. Gut, dann beginnen wir den Bau. Hier habe ich das Wohnhaus. Das möchte ich abreißen. Und das Wohnhaus möchte ich auch mal abreißen. Das nimmt sonst hier zu viel Platz weg. Soll ja auch ein bisschen Spielraum sein für die Abtei hier. Werde ich auch gleich mal die Gebiete so zuweisen. Hier war das, genau. Also das werden jetzt keine Wohngebiete mehr sein. Bitte bis hier nicht. Hier haben wir dann nämlich jetzt unser schönes Kloster. Das hier könnte sich auch noch beißen. Können wir mal also die zwei Gebäude hier auch wegreißen. Und zur Not können sie sich ja dann wieder ansiedeln. Mal her hier. Zieht aus.
Wunderbar. Schon wieder ein Crash, liebe Leute. Zurzeit haben sie es ja wirklich hier mit dem Spiel, ne? Naja, die Zeit für die Folge hier ist sowieso so gut wie zu Ende. Ich hoffe, der Autosave-Spielstand hat es noch gespeichert, sodass wir dann da das Kloster weiter bauen können. Wir werden mal schauen. Ich sag erstmal bis zur nächsten Folge. Bis dann.